Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Und wenn die jubelnden Massen dann plötzlich schon eine neue Ausgabe von The Artful Escape und unser Untermühsalen, ja, wurden wir hier verfolgt. Für unser Aussehen, für unsere Kunst quasi gejagt, aber auch Banase konnten wir von unserem Talent, von unserer Kunst überzeugen. Heißt also, es geht weiter. So, keine abfälligen Bemerkungen mehr. Boah, es ist so geil. Es ist einfach so gut. Ich springe einfach mal. Was? Okay. Wurde er gerade? X gedrückt halten, um durch den Lichtstrahl zu schreddern. What? Oha. Oha. Oh mein Gott. What? Das ist so gut. Oh mein Gott. Dieses Spiel. Alter Schwede. Oh ja. Wir reiten auf dem Lichtstrahl. Meine Güte, mir fehlen die Wörter. Oh ja, goldene Zahnpasta 22, genau, das hast du richtig gesehen, nicht 23C. Und es geht aufwärts. Oh mein Gott. Und überall die Gebäude, überall ist ein bisschen komisch. Aber es ist so ein bisschen wie so ein... Oha. Enough! Ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen wie so ein totalitärer Überwachungsstaat hier, wa? Alle. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu weit gegriffen ist, aber hier gibt es super viele Kameras, super viele Monitore. Und wenn man nicht dazugehört, ja, wenn es nicht genau der Farbton 23C ist, sondern der Farbton 22, dann wird man hier schon verfolgt. Man ist ein Außenseiter und man muss gefangen genommen werden. Interessant. So, wen haben wir denn hier? Ist es der König? Ist es der Kaiser? Keine Ahnung. Damn, seriously enough! Ja, okay, ja, im Ernst genug. What is wrong with you? Ja, was ist, die Frage kann man auch einfach mal zurückgeben. I've got kids running all over the city, wearing endless non-regulation regalia. Nicht reglementierte Insignien tragen. Oha, okay. Kommt jetzt hier ein bisschen Individualismus durch? Was ist hier los? Interessant, interessant. So take weeks to clean up. Okay, Wochen dauern. Ah, okay, haben wir ein bisschen Anarchie hier gesehen. I am the exceptional! Star Child! I am the fashionista. Fashionista! Oh mein Gott. die Betonung ist ein bisschen falsch. Die Betonung ist ein bisschen falsch, aber vielleicht ist auch ein Buchstabe da zu viel. Ja, oder zwei.
Ich kann meinen Finger aber nicht so richtig in die Mitte des Wortes drauflegen. So, Chef-Editor of Glimmer. Der Chefredakteur von Glimmer. Oha, eine Zeitung, die so viel Macht hier über die Bevölkerung hat. Interessant. What do you want? Ja, ich eigentlich nur jammen. Ja, Kunst machen. Und Freude und Glückseligkeit verbreiten. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich will einfach nur die Leute begeistern mit meiner Musik. Well, if it isn't too much trouble, I'll need to borrow your turtle. Ach ja, und die Warp-Schildkröte. Wir sehen ein bisschen geil aus. Ich muss mir ja. Jetzt sehen wir uns mal wieder schön in kompletter Größe und Herrlichkeit. Wir sehen schon ein bisschen geil aus. So, wir brauchen die Warp-Schildkröte. Tim. Ja. You're trying to get to the cosmic extraordinary. Oh, ja, zuerst mal zur kosmischen Lunge und dann natürlich nach Hause, genau. A Fermatron? Mein Gott. Ich hoffe, oh Gott, sprechen wir jetzt die ganze Zeit so oder gehört das zu Bühnenpersona? No? No. Was? Wieso? Nein, so ein bisschen Wobbschildkröte ist doch genug für alle da. Die ist doch bestimmt riesenhaft groß. Da kann man doch mal schnell irgendwie draufhüpfen. Impossible. Was ist denn da unmöglich? Well, if you'll excuse me. Ja? I hear the pitter-patter of revolution a few rooftops over. Wir haben eine Revolution angezettelt. No. Ja, doch, what? Ja. Vielleicht solltest du dich mal darum kümmern. Musst du ein paar mehr Artikel in deinem Schmierheftchen musst du dann abdrucken, um die Massen wieder zu kontrollieren. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. What? Ja, es ist schon der Samen, ja, der Revolution ist schon gesät. This is my one final and singular offer. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. You may take the turtle, Tim. Okay, ja. Und? But once clear of my city limits. Ja. Dürfen wir wahrscheinlich nie wiederkehren. I will pursue you. I will destroy you on a mount of my choosing. Oha. Okay. Auf einem Reittier seiner Wahl. Das wird interessant. Das wird wirklich sehr interessant. Do you accept? Ja, was bleibt mir denn anderes übrig? Klingt schrecklich. Oh, du kannst es versuchen, Punk. Spielt die Verfolgungsmusik ein. Yes. Cue the chase music. Oh ja. Oh, ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Weg die Warp-Schildkröte. Er geht los. Oha, er geht los. Die Stadt ist ein bisschen. Die ist echt fancy. Gefällt mir ganz gut, wenn es hier nicht so ein Hardcore-Überwachungs-Faschist... Fashionister. Ich habe beinahe das schlimme Wort gesagt. Aber das würde ja auch zutreffen. Schrabbel! So! Oh ja! Aha. Das ist die... Ich spiele noch dagegen an. Es wird zu einer Kakophonie. Aber... Das ist jetzt unser Reittier. Das ist die Schildkröte. Die Warp-Schildkröte. Oh, ich will eine. You've been hard to find, my friend. Oh ja, ist sie die ganze Zeit hier eingesperrt? I've been waiting for you, Francis. Das ist anscheinend die allwissende Warp-Schildkröte. Die kennt sogar unseren Namen. Du, ich... Auf der Lunge ist garantiert reichlich Platz. Komm doch einfach mit, Schildi. Das wäre doch alles überhaupt kein Problem. Muss hier nicht bei den Modeopfern hier rumhängen.
What did you say? Ja, als hast du doch richtig gehört. Er hat schon auf dich gewartet, Francis. Das klingt ein bisschen unanständig. Nun gut, wir lassen sie mal durchgehen. Du kannst trotzdem noch mitkommen. Works for me? Oh ja. Mein Gott. Let's hit it. So, na dann, lass uns loslegen zum Boss Battle. Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. Ah, die Umgebung. Wenn es nicht so Hardcore-Boom wäre, es würde mich... Es würde mich ein bisschen an Blade Runner erinnern. Oha, jetzt bin ich wirklich gespannt. Was passiert jetzt? Kann ich die Schildkröte? Ich kann die Schildkröte nicht steuern. Aber ich kann mich rumdrehen. Oha. Was hat er für ein Reittier gewählt? Was? Zum Henker? Was zum Henker? Was ist das? Alter, es ist so ein bisschen... Oh Gott, oh Gott. Okay. Warum sollte ich aufgeben? Alter Schwede, jetzt werden wir hier wirklich von so einem... von dem Chefredakteur eines Schmierenblattes verfolgt, der... Ich weiß nicht, wie er das angestellt hat, aber... die ganze Zivilisation hier auf diesem Planeten gebrainwashed hat. Es ist, und alle rennen in demselben langweiligen Outfit rum. Okay, es ist farbenfroh, aber was ist mit der Form? Alles sieht komplett gleich aus. Und wenn es nicht genau den gleichen Farbton hat, irgendwie bis schon unten durch, ja? Ich dachte früher auf dem Schulhof, das wäre ein bisschen schwierig gewesen, aber, hier? Huch, naja. It would be the stylish thing to do. Mhm, okay, ja gut. Wir sollen aufgeben. Ist gerade in meinem Repertoire. Es ist irgendwie noch nicht. Da habe ich nur mit dem Hardcore-Riff die Leute an die Wand spielen. Das wäre jetzt die beste Option. Oh ja. Oh Mann, wir sehen aber auch wirklich ein bisschen geil aus mit der Schildkröte. Warte. Reicht das als Antwort? Wer weiß, wer weiß. So, wie sieht's aus? Oh ja. Kann ich noch hier hin? Gibt's mehrere Stages? Oh, Scheibengleiser. Ich dachte, wir bleiben auf der Schildkröte und liefern uns ein schönes, fettes Battle. So, wo ist meine... Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Lightshow? Oh, wieder Doppelbelegung. Ich habe überhaupt nicht hingeguckt. Komm, mach nochmal. Heilige, eine Dreier. Mal hingucken, was ich da so spielen muss. Wäre, glaube ich, angebracht. So, jetzt wieder zurück. Wieder zurück zur Schildkröte. Die nächste Plattform genommen. Oh ja. Komm, wo ist meine Lasershow? Wo ist eigentlich meine Lasershow? Ach, Violetta, was ist los? Oha. Ein bisschen konzentriert. So, jetzt zurück zur Schildkröte. Und jetzt gibt's die Endabreibung. Oh ja, mein Freund. Jetzt geht es los. Schillige Gas.
Wo zum Henker sind wir denn jetzt hier? Was? Don't let him get away! Sind wir jetzt schon im Warp-Tunnel? Lass ihn nicht entkommen. Ich glaube, es ist langsam zu spät dafür. Ich glaube, es ist schon zu spät. Mit deinem Schmierblatt irgendwie kannst du dir... Nun gut, ich spreche es mal nicht aus. Alter Schwede! So, gut, dass ich so dicke Finger habe. Manchmal... Wait, come back! You can't do this to me! Ich kann und ich werde. My image will never recover! Man muss immer offen sein für Veränderungen. Oh ja. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Leviathan, ja? Nur ein kleines bisschen. Chill. Es geht nach Hause. Du musst nie wieder zu den Arschkrabben zurück. Oh ja. Oha. Alter Schwede. Nein, Schildi! Bleib bei mir! Oha! Heilige, was für ein Ritt! Zurück auf der Lunge. Ein Idiot. Wir haben es geschafft. So, super geil. I made it! So, Stage 2 ist damit durch, oder? Ich bin mir wirklich unsicher. So, ach, jetzt muss ich mir nur noch eins merken, ich darf nicht mehr Eiserne Lunge sagen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, es ist irgendwie so drin bei mir. Was ist mit Violetta? Die möchte ich auf jeden Fall. Oh, Lappen. Welcome back, Captain. Ach ja, stimmt, da war ja was, wir sind ja jetzt Captain. Was ist mit Mark? Muss der jetzt irgendwie den Kohlenkeller schrubben? Oder wo ist er denn jetzt? I am at your service. Ja, schön, danke. Cool. Ich freue mich. I'm not the captain, Zom. Ah, irgendwie sind wir das nicht. Weiß ich nicht. Es ist jetzt unbedingt kein Missverständnis, aber es ist völlig unangebracht. Es ist ungerecht. Sagen wir es einfach mal so. Ich hab da was dagegen. So, wir sind einfach nicht der Captain. I'm quite positive. You are. Ja, das mag ja sein, was andere sagen, aber ich sehe das nicht so. Where's Lightman? Ja, wo ist Mark? I believe he's removing his belongings from the captain's quarters. Ach ja, stimmt. Okay, du gut. Dann auf zum Fahrstuhl. Ein bisschen durchatmen. Wir können alles klären. Regeln. Oha. Wow. Das ist wirklich wow. Heilige Scheiße. Okay. Und die Leute flippen alle aus. Bei Mark war es irgendwie nicht so, wa? Kann das sein? Ich hab's jetzt nicht mehr so vor den Augen, aber irgendwie... Das seit Jahrhunderten gesehen habe. Cool. Davon? Nein, sind ja wieder die Kleinen. Ach. So. Was auch noch geil ist an dem Outfit,
Wir brauchen nie wieder eine Taschenlampe. Es ist ein Traum. So, hier können wir... Warte mal. It's hot fun in the summertime. Brandheißer Spaß zur Sommerzeit. Ah, Frieda. Ach. Ach, Mensch. Das glaube ich wohl auch. Ja, wir sind deutlich gereifter. Jetzt ist wirklich die große Frage, würden wir... Also wir werden ja schon ausgestrahlt. Das wurde jetzt auch gar nicht weiter beleuchtet irgendwie. Wir werden ja jetzt quasi galaxieweit ausgestrahlt. Aber wir haben ja gar nichts mehr dazu gesagt. Also ist unser Bild und unser neues Image, ist das jetzt auch in Kalypso angekommen? Was werden wir wohl als nächstes tun? Ich bin mir unsicher. Warte. Oh, the song makes me feel like pulling some shapes. Na, dann machen wir mal. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen. Oh Gott. Oh, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Dance complete. Ja, komm. Lass mal gehen. Lass mal gehen. So, unser ganzes Image, was wir uns. Ich fand ihn früher besser. Als sie mich noch mit dem Raumschiff verfolgt haben. So, wo soll es hingehen? Wir müssen mal gucken. Wo ist Violetta? Wo ist Violetta? Verdammte Axt. Es bringt ja... Warte mal. Es geht ja schnell. Es geht schnell. Kurz mal gucken. Außerdem können wir jetzt noch richtig geil hier vorbeirennen. It's bizarre. As I look upon myself. Ja, das stimmt wohl. Das ist immer ganz merkwürdig. Das ist immer merkwürdig, wenn man irgendwie was betrachtet. Oder beziehungsweise so als Außenstehender das sieht, was man selbst gemacht haben, aber vor allen Dingen darauf irgendwie zu achten, was dann andere darin sehen und wie die darauf reagieren. Who is that strange creature? Naja, so ein bisschen außerweltliche Erfahrung. So, ich gehe mal weiter. Eventuell. Hier ist abgeschlossen. Verdammt, was ist da, Violetta? Ich hoffe, wir können es klären. Where so, to? Nach unten. Nach unten. Es geht jetzt nur noch nach unten. Und ich hoffe, wir können jetzt... Oh, warte. Bevor wir hier noch irgendwelche Sachen machen. Party's over. Die Party ist hier wirklich zu Ende. Lightmans Keller. Er hat alles zusammengeräumt. Ach, es ist so dumm. Es ist so... Ach Mensch, ey. Es gibt immer ein paar Ups und Downs. Hier ist er. Ist doch nicht im Quartier. Lightman. Es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben, aber davon sollte man sich nicht abbringen lassen, nicht sich entmutigen lassen. Das zu tun, vor allen Dingen das zu tun, worauf man Lust hat, was man gerne macht. Also, ich hoffe, das können wir ihm jetzt auch irgendwie klar machen, dass er immer noch Captain ist und wir sind immer noch Vorband. Es ist völlig bescheuert. I don't know what to say. Ich hab's doch schon gerade gesagt, Francis. Jetzt komm, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Say you captain the lung as masterfully as I did. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ach nee, ey, bitte. Ach, dieses Selbstmitleid jetzt. Jetzt komm. I'm not the captain. Wir sind einfach nicht der Captain. Ja, Mark ist es immer noch. They can't put this on me. I have no idea what I'm doing. Ja, vor allen Dingen wird uns jetzt hier auch schon wieder ein Leben irgendwie aufoktroyiert. Letztendlich ist es ja das Gleiche, fast das Gleiche wie in Kalypso. Da hat man uns auch vorgeschrieben, was wir sein sollen, quasi. Es war jetzt
Der einzige Unterschied ist, dass wir das jetzt ausleben können, was wir tun wollen, aber anscheinend wird das jetzt nur noch von uns erwartet. Und das wird ja auch schon wieder. Da werden wir jetzt auch schon wieder eingeschränkt. Auf unsere Bühnenpersona. Aber wo bleibt Francis? Trust me when I say I believe you, kid. Ach ja, dann sollen wir ihn noch ein bisschen anlügen, dass der Abschied nicht so schwer ist. But also trust me when I say you're wrong. Warum stellt er jetzt auch wieder die Einschaltquoten über alles? I'm not who you think I am. Noch nicht. Sagen wir es mal so. Ja, noch nicht. Wir sind auf dem besten Wege. I'm sorry. Ich weiß nicht, was ihm leid tun soll. Also, wir haben unser Bestmögliches gegeben und... es ist eine komische Situation gerade. You're sorry, huh? Nee, eigentlich nicht, Mark. Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir das geliebt, was wir gemacht haben. Wohin wir uns entwickelt haben. Und ich freue mich unendlich, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Aber das tut mir nicht leid. Tut mir nur leid, irgendwie, dass es hier so komisch läuft. Wie das Einschaltquote über allem steht. Und dass du dich jetzt auch dem dann beugst, das ist auch ein bisschen komisch. You're sorry? Nee, Mark, bin ich nicht. I just don't wanna cause any trouble. Ja, aber vielleicht sollten wir mal ein bisschen Ärger machen, wa? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen rütteln. Haben wir ja gerade schon gesehen. Das Schmierblatt da, mit dem man sich da unten rum mal kurz ein bisschen abwischen kann, dem haben wir es ja wohl auch gezeigt. Also, warum sollte das jetzt hier anders sein? Yeah, that's the worst thing about you. Ach. Hat er recht. Can I make a request as former captain? Ja, bitte, Mark, bitte. Sprich dich aus. Sure. There's one station to go before you can get back to Calypso. Eine Ebene müssen wir noch absolvieren. Would you have me in the support slot? Jetzt ist er im Vorprogramm. Boah, es ist echt... Es ist echt finster, aber natürlich. Of course I would. Natürlich werde ich das. I'll pick the stage if you don't mind. Okay, ja. Margit hat ja wirklich. Es hat ein bisschen holprig angefangen mit uns, aber wie es sich jetzt entwickelt hat und wo wir jetzt stehen. Ach, ist schwierig. Ist schwierig. Unsere Beziehung ist schwierig. Ich hoffe, er lässt es jetzt nicht an uns aus und gibt uns jetzt wieder so eine Wüsteneinöde, schau selbst, wie du da wieder runterkommst, Stage. Ohne uns irgendwie im Vorhinein irgendwas zu sagen oder uns aufzuklären oder uns zu helfen. Ja, ich weiß nicht. Ist Mark nachtragend? Das ist die große Frage. Got a feeling I won't be around again. Dass es das letzte Mal ist, dass er auf der Lunge ist. Es muss nicht so sein. Warum ist es denn hier immer so schwarz und weiß? Ich verstehe es nicht. And there's an old friend I want to visit. Ja, ein alter Freund. You'll get there one day, young blood. Ja. Okay. Ich hoffe, das ist dann aber auch nicht so traurig, dass ich hier von meinem neuen Vorprogramm dann einfach abgelöst werde, weil die Massen den irgendwie geiler finden. Even if you don't want to. Okay. Was Unausweichliches. Where's that? Und wo ist das? The end, I guess. Das Ende. Ich bin gespannt. Everything okay? Anscheinend nicht, Francis, anscheinend nicht. Es ist...
komisch. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wo es hingeht. Jetzt bin ich irgendwie, keine Ahnung. Jetzt fällt mir irgendwie gerade nichts mehr ein, großartig. Bin ein bisschen hilflos gerade. So. You know, all things considered? Ja. Hört es los, Mark. I'm remarkably calm. Schreibt er sich jetzt total ab? Irgendwie? Weil die Massen jetzt... weil die Einschaltquote jetzt nicht mehr stimmt? Denkt er jetzt ans Ende? Also komplett alles hinzuschmeißen? Und irgendwie kommt mir das auch so vor, als würde er nicht nur die Musik meinen. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Es ist irgendwie, der ist halt kein RPG, weißt du? Wir sind so ein bisschen, Nutznießer und auch Opfer quasi der Geschichte, die uns hier präsentiert wird, so schön wie sie ist. Aber manchmal können wir uns den Fortgang der Geschichte eben einfach nicht aussuchen. Wir können ihn so ein bisschen bestimmen, was wir sagen und wie wir uns geben, natürlich, welche Antworten wir geben, aber so richtig, ja, weiß ich ja auch nicht. Ich hätte da ein bisschen anders reagiert. Anstatt uns zu entschuldigen, hätten wir auch mal einfach auf den Putz hauen können, ja. Und dann ist Mark einfach nicht Vorgruppe, sondern dann machen wir einfach mal ein richtig geil Duett, ja. Das Alte und das Neue verschmelzen zu etwas, was die Welt noch nie gesehen hat. Oder werden wir alle Häuser im ganzen Universum rocken. Aber vielleicht kommen wir doch noch hin. Aber dazu mehr erst morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao.